Leute, es ist geschmolzen. So, Herrschaften, wir pranken Mama. Das heißt, ich mache gleich in ein, oder besser in zwei, mache ich unten Schokolade rein. Dann kommt ein bisschen eine Lage Senf drüber und dann wieder Schokolade, dass es nicht sieht. Da ist alles drin. Jetzt kommt der Senf. Senf ist schon mal drin. Und wir müssen uns merken, ne, hier Ikea, da steht's ja. Da, Ikea steht es, ne, ihr seht da. Das heißt, die beiden linken von dem Ikea, das werden die Stangen für Marie. Hier noch ein bisschen Curry-Ketchup. Hallöchen, liebe Herrschaften, und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Lulu und Leon Family and Fun. So ist es. Und heute, ihr seht, so gelten, die haben sie doch letztes Mal schon gehabt. Richtig, ihr seht, die sind ja auch schon auf. Ihr habt die Taste Challenge gesehen von Lulu und Leon, wo sie die probiert haben. Heute haben wir Folgendes vor. Es ist ja noch was über. Alle Sorten, die wir haben, und zwar Paradiesapfel Black and White, Caramel Brownie, weiße Schokolade, Haselnuss, Edelalpenvollmilch, Popcorn und Lebkuchenherz, schmeißen wir in einen Topf, in ein Wasserbad, schmelzen die alle ein. Und wenn sie geschmolzen sind, werden wir daraus Schokosticks machen. Schöne lange Schokosticks machen wir da draus. Jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Hey, habe ich ja gar nicht verstanden. Wie hast du mich verstanden? Muss ich dir das nochmal erklären? Nein. Ach so. Ja. Doch, ja. Ja. So, wir fangen an. Kann ich anfangen? Lulu haut Popcorn rein. Und ich? Schwupp. Ich kann aber nicht ran. Was Leon reinhaut, ich glaube, da brauche ich die Packung nicht zeigen. Weiße Schokolade. Popcorn haben wir drin. Weiße Schokolade haben wir drin. Lulu kommt jetzt mit Edelalpenvollmilch. Ich habe sie reingemacht. Ich mit. Das ist Caramel Brownie. Und ich hab Black and White. Ich habe Karamell. Probier ich mal an. Apfel. Ich habe den Apfel. Paradiesapfel habe ich. Paradiesapfel kommt dazu. Und ich habe jetzt, ich habe jetzt das. Und wo ist Paradiesapfel? Haselnuss ab jetzt. Boah. Ich hab Lebkuchenherz. Haselnuss finde ich natürlich auch gut. Oh mein Gott, da passt ja fast nicht mehr rein. Sehr gut. So, ein Wasserbad dauert jetzt natürlich. Deswegen geht's gleich weiter, wenn die ein bisschen geschmolzen ist. Also, wir haben auf jeden Fall alle Sorten drin. Paradiesapfel, Black and White, Caramel Brownie, weiße Schokolade, Edelalpenvollmilch. Haben wir die zweimal? Nein. Haselnuss war das eben. Egal, Edelalpenvollmilch und Popcorn. Und ich wusste doch, dass hier noch eine fehlt. Und Lebkuchenherz, was an sich schon sich ziemlich komisch anhört. Schmeckt auch nicht so gut. Leute, es ist jetzt geschmolzen. So, Herrschaften, aber jetzt ist viel wichtiger. Also ich zeige einmal, es ist fast geschmolzen. Ein bisschen braucht man noch. Aber viel wichtiger, Mama ist jetzt einmal kurz weg. Und das wäre ja voll langweilig, wenn wir die Dinger einfach nur damit befüllen und nur Schokostangen machen. Wir pranken Mama nämlich. Das heißt, ich mache gleich in einen, oder besser in zwei, mache ich unten Schokolade rein. Dann kommt ein bisschen eine Lage Senf drüber und dann wieder Schokolade, dass es nicht sieht. Und wenn sie nachher wieder da ist und wir probieren und sie herzhaft reinbeißt, dann hat sie Schokosenf. Wollen wir das machen? Ja. Also, gleich geht's weiter. Oder in einen Senf oder in einen Ketchup. Wir können auch einmal Senf, einmal Ketchup machen. Ich weiß aber nicht, ob man mal zwei probiert. Oder wollen wir jedem zwei hinlegen zum Probieren? Wenn wir 2, 4, 6, 7 haben wir, dann probiere ich nur eine. Aber ist okay. Ihr kriegt zwei und Mama kriegt zwei und ich sage, ja gut, ich bin der Vati, ich nehme nur eine. So machen wir das. Und Mama kriegt die mit Senf und Ketchup. So, jetzt geht's weiter. Aber da ich natürlich alleine bin, muss ich jetzt das gleich auch ein bisschen alleine filmen. Deswegen filme ich ein bisschen was noch mit dem Handy. Also. Ihr seht jetzt, dass es geschmolzen ist. Ist schon aus. Es ist aber sehr heiß, der Dampf. Ne? So, jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen. Aber in zwei nicht. Ich weiß doch. Dann machen wir jetzt hier ein bisschen rein. Und da auch ein bisschen. So. Jetzt ist da natürlich die Schokolade drin. Die verteile ich jetzt ein bisschen. Viel wichtiger, jetzt kommt ja der Senf. Da ist alles drin. Jetzt kommt der Senf. Thank you.
Ja, gut. Senf ist schon mal drin. Und wir müssen uns merken, ne, hier Ikea, da steht's ja. Da, Ikea steht es, ne, ihr seht da. Das heißt, die beiden linken von dem Ikea, das werden die Stangen für Mama. Hier noch ein bisschen Curry-Ketchup. Schmack auf was? Verteilen wir das hier so ein bisschen. Ne? Da muss noch was rein. Da und überall noch. Genau, ja, der Senf und der Ketchup muss natürlich noch. Darf ja nicht zu sehen sein. Ne? Ja, sonst merkt es Mama noch beim Senf. Jetzt kommt der Rest von der Schokolade drauf. Hast du, ne? Ja. Cool. Und jetzt müssen wir es natürlich so verschmieren, dass man den Senf nicht sieht. Und den Ketchup. Ich mache hier einmal gerade noch die Ränder sauber und dann kommt es ins Gefrierfach, damit es möglichst schnell die Schokostangen sind, damit wir die auch schnell essen können. Und dann seht ihr gleich, wie es weitergeht. So sieht das Ganze aus, wenn es jetzt ganz kurz ins Gefrierfach kommt. Und wie ihr seht, ich suche selber gerade. Ach, hier ist Ikea. Hier ist Ikea. Da steht Ikea. Das heißt, diese Stange und diese Stange, das sind die für Katharina. So, Herrschaften, die sind hart. So. Guck mal, die Stange. Oh, guck mal, die sehen aber schön aus, oder? Ja. Auf meinen Teller. Ja. Kannst du ja gleich. Wer hat, nimmt sich den Teller und setzt sich auf sein Plätzchen. Und Mama? Da sind ja vier Teller, kriege ich auch was ab? Ja, klar. Ja, ihr kriegt alle zwei. Ich nehme ein, ich habe das für. Ich bin der Koch gewesen, ich nehme einen, das reicht. Ich muss gleich einmal meinen Finger noch. Du machst ja eh schon die ganze Zeit. Bei Mama war es noch nicht ganz hart. Ich musste es noch etwas verzieren. War noch nicht ganz hart. Aber bei uns allen geht es. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Warte mal. Lulu. Lulu fängt an. Lulu einmal kräftig reinbeißen. So, und? Wie sieht es von innen aus? Nee, zeig mal das mit den Daumen, ob es so schlecht ist. Ja, oder? Innen ist noch nicht ganz, aber ist ja egal. Ne? Außen ich hart, innen noch weich. Leon? Mmh. Die macht ja einen Riesenbiss. Mega lecker. Mama auch jetzt, ne? Und jetzt Mama. Ja, aber ich habe hier ja auch eine angeschmolzen. Ja, die Hände müssen von allen einmal dann hinterher abgeputzt werden. Den ja, essen. Ist lecker. Kauen und runter. Der ist wirklich normal, Mama. Glaub mir, bitte. Zeig mal von vorne, wie sieht denn der aus? Ja, kauen und runterschlucken und dann, also bitte dann den nächsten Mal. Läuft sogar an den Seiten raus. Ja, es tropft sogar. Hast du das eben nicht gesehen? Was ist das? Hast du das eben nicht gesehen? Das hier? Ja. Nee. Oh, Leute, und ihr habt es doch gesehen. Ich habe schon gedacht, nein, man sieht es an der Seite. Und ich habe gedacht, jetzt... Was ist das denn? Das? Ketchup. Das ist Curry Ketchup. Und ich sag's noch. Hm. Darf ich denn auch noch mal einen normalen probieren? Ja. Also die Lebkuchen kommen wirklich sehr gut raus, ne? Also die... Da waren noch Lebkuchenherzen auf eine Sorte, ne? Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt mich geprankt. Ja! Also, das war der Mama-Prank, der Schoko-Prank an Mama. Und ich habe schon gedacht, als ich das rausgenommen habe, denke, nein, hätte ich es mal vorher rausgenommen. Ich habe gedacht, das wäre vom Popcorn. Wie gut, dass Mama das nicht mitgekriegt hat. Also, wenn ihr noch ein paar Ideen für einen Prank habt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, dann kann man uns abonnieren. Hier unten auf dem Button.